Hallo, ich werde heute für Sie den Tiger 1 von der Firma Heng & Long auspacken. Der Panzer ist im Maßstab 1 zu 16. Was alles im Lieferumfang dabei ist und wie er exakt ausschaut, zeige ich Ihnen jetzt. Viel Spaß dabei. Dieser Tiger 1 wird in einem Umkarton geliefert. Schauen wir mal rein, um zu gucken, was alles exakt im Lieferumfang bei diesem Modell im Maßstab 1 zu 16 dabei ist. Wir haben hier als erstens eine Bedienungsanleitung dabei. Noch in der Verpackung mit drin sind Anbauteile. Hier zu sehen die Seile und eine Zielscheibe. Hier haben wir eine Fernsteuerung nebst Antenne, die wir sofort einschrauben können. Immer wichtig, vorm ersten Betrieb Antenne einschrauben. Hier haben wir noch die Antenne für den Panzer. So, des Weiteren haben wir hier einen 2000 mAh Akku mit einer Spannung von 7,2 Volt. Das ist ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Passend zu dem Akku ein Ladegerät mit einer Ladekapazität von bis zu 400 mAh die Stunden. Da es sich bei dem vorgestellten Modell um ein Modell mit Schussfunktion handelt, liegt dem Karton auch Munition bei. Das sind 6 mm Kügelchen. Und noch ein Karton mit weiteren Teilen, wie zum Beispiel Liquid. Das brauchen wir zum Nachfüllen für das Rauchmodul. Weitere Anbauteile. Hier haben wir einmal gut zu sehen den Spritzling mit dem Werkzeug, den man später auf dem Panzer anbringen kann. Noch ein Decalbogen mit verschiedenen Zeichen. Mit dabei ist auch ein Panzerkommandant inklusive Mini-Kopfhörer. Den kann man dann je nach Geschmack farblich noch etwas bearbeiten. Hier haben wir noch zwei Drehteile. Das sind die Hebel für die Fernsteuerung. Die können wir einfach hier reinstecken. Und dann haben wir noch verschiedene Anbauteile wie Spritzschutz, Nebelwerfer und Abschleppösen. Was sicherlich jeden interessiert, sind die Maße. Das ist ein Panzer im Maßstab 1 zu 16. Das heißt für uns, wir haben eine Länge vom Fahrzeug von ca. 40. Inklusive Kanone sind wir bei 53 cm. Die Kanone selbst hat eine Gesamtlänge von 22,5 cm. Das Fahrzeug hat eine Gesamtbreite von 24 cm und eine Höhe von guten 20 cm. Wichtig ist vor jedem ersten Gebrauch die beiliegende Antenne aufstecken, dass der Panzer auch eine vernünftige Reichweite hat. Hier ist nochmal eine Abdeckung drüber, das ist ein Transportschutz, den können Sie einfach entfernen. Als nächstes zeige ich Ihnen mal die Fernsteuerung im Detail. Die Fernsteuerung wird von hinten geöffnet und da befindet sich
Batteriefach. Sie brauchen insgesamt 8 Batterien der Größe AA. Noch ein Hinweis, sollten Sie kleinere Batterien haben, je nach Hersteller gibt es da Schwankungen und der Kontakt liegt nicht hundertprozentig an, können Sie mit einem spitzen Gegenstand hinter diese Metallplättchen greifen und die etwas nach innen biegen. Hier in der Mitte befindet sich da ein Ausschalter der Fernsteuerung. Sobald Sie den Hebel nach oben legen, muss die rote LED brennen. Sobald die brennt, wissen Sie, die Fernsteuerung ist jetzt betriebsbereit. Im nächsten Schritt können wir in den Panzer den Akku einlegen. Der Akku Schacht befindet sich in der Bodengruppe des Panzers und lässt sich leicht einlegen. Hier ist ein Schnellverschluss, der wird einfach nach hinten gedrückt und Sie können das Batteriefach einfach öffnen. Das Einlegen ist auch einfach. Der Akku wird angesteckt. Das war's schon. In der Bodengruppe befinden sich hier 2 Schalter. Das eine ist der Hauptschalter. Der kleine rote Schalter ist der Schalter für das Rauchmodul. Und der Drehregler hier ist der Regler für die Lautstärke. Hier eignet sich ein kleiner Schraubendreher, um die gewünschte Lautstärke am Panzer einzustellen. Sobald Sie jetzt den Hauptschalter einschalten, beginnen die Frontscheinwerfer zu blinken. Das Blinken signalisiert, der Panzer ist jetzt betriebsbereit und wir können den Panzer über die Fernsteuerung über diesen Schlüssel starten. Nach dem Starten gehen die Frontscheinwerfer von dem Blinkbetrieb auf Dauerleuchten. Ich mache jetzt den Panzer mal etwas leiser, damit Sie mich besser verstehen. Was jetzt schön zu erkennen ist, das Rauchmodul beginnt jetzt schon zu arbeiten. An den Auspufftöpfen kommt schön der Qualm raus. So, das Rauchmodul schalten wir jetzt auch mal aus. Und ich zeige Ihnen mal die Grundbedienungen von dem Panzer. Hier im oberen Luke wird die Munition eingefüllt. Unter dieser Luke befindet sich nochmal ein Sicherheitsschalter. Damit wird die Schussfunktion nochmal aktiviert oder deaktiviert. Mit dem rechten Hebel bedienen Sie die Turmgruppe. Das heißt also, Hebel nach rechts und der Turm bewegt sich nach rechts bzw. nach links. Sobald Sie den Hebel nach unten drücken, bewegt sich das Kanonenrohr und hebt und senkt sich.
Drücken Sie den Steuerknüppel nach vorne, wird ein Schuss ausgelöst. Mit dem rechten Steuerknüppel werden die Fahrfunktionen bedient. Vorwärts, rückwärts, nach rechts und auch nach links. So. Hier unten haben wir nochmal zwei weitere Tasten. Das eine ist für die Auslösung des Maschinengewehrs. Ich heb das gerade mal hoch, damit Sie es besser sehen. Und der zweite mit dem K steht für Kanone. Und hier können Sie einfach einen Kanonenschuss simulieren, ohne dass Sie tatsächlich auch eine Kugel abschießen. Ausgeschalten wird er hier über den Schlüssel. Bevor ich den Panzer jetzt nochmal im Fahren vorführe, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das ist der Tiger 1 von Henglong. Wir haben eine 27 MHz Fernbedienung. Verbaut sind Metallgetriebe sowie ein Rauch- und Soundmodul. Und der Panzer hat Schussfunktion. Und jetzt führe ich Ihnen den Panzer mal im Fahren vor.